Günther Jauch gehört seit Jahren zu den beliebtesten TV-Gesichtern überhaupt. Er moderiert seit 1999 die bekannte Quizshow Wer wird Millionär? In seiner eigenen Sendung Das Phänomen Günther Jauch beantwortet der Moderator, ob er sich vorstellen könnte, demnächst in Rente zu gehen. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch mache. Und wenn ich keine Lust mehr habe, kann ich nächste Woche sagen, dass ich nicht mehr komme. So Günther Jauch. In dem Podcast Our House des Salon-Magazins geht er näher auf die Frage ein. Ich habe festgestellt, dass all diejenigen, die so eine romantische Vorstellung vom ewigen Feierabend haben und dann auf ihrer Finca in Ibiza sitzen und morgens um 10 Uhr schon den ersten Rotwein aufmachen, doch relativ schnell gelangweilt und langfristig dann auch unglücklich geworden sind. Günther Jauchs Karriere als Moderator begann schon in den 80er Jahren. Zu Beginn allerdings im Radio statt im Fernsehen. Tatsächlich überredete ihn Kollege Thomas Gottschalk dazu, im Entertainment-Bereich anzufangen, wie Jauch in der Show das Phänomen Günther Jauch verrät. Er wollte eigentlich seriösen Journalismus machen, doch Gottschalk habe ihn in die Unterhaltung gequasselt.